Ich rufe euch, Lady Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Ah, Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache, wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Warum war sie keine Nachtigall mehr? Was ist passiert? Nur weil Mercer böse geworden ist? Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Er hat noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Die Gilde sollte dieses Werkzeug in Besitz bringen. Wir drei können ihn gemeinsam verwahren. Verwahren, das klingt, als sollte ihn besser niemand besitzen. Wir können ihn gemeinsam verwahren. Das wird wohl leider nicht möglich sein. Mist. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich Lust habe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Also dann, Kalia. Brynjolf, seid ihr bereit? Los geht's. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Zahlt er mich jetzt aus, oder hör was? Hör zu, Bürschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Warum erzählt ihr mir das? Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Warum nicht ihr? Ich meine, ich bin noch nicht so lange dabei wie ihr und die anderen müssten da ja auch zustimmen. Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann.
Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Es wurde langsam Zeit, dass ihr fragt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Komm, wir sind mal ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie man diese Eigenschaft benennen soll, aber wir sagen einfach mal, es wurde langsam Zeit. Ja, so spricht der Anführer der Diebesgilde. Geht nur nicht zu sehr in eurer Rolle auf. Vor eurer Beförderung haben wir noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Einverstanden. Wie könnte ich diesen Auftrag auch vergessen? Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falma sich in den Zwergruinen in Irkintan befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Bürschchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Okay, wir sind jetzt wohl Nachtigallen, ne? Ja, und einiges von dem, was Kalia gesagt hat, ergibt langsam einen Sinn. Mercer hat vielleicht unseren Ruf beschädigt und unser Gold ergaunert, doch das geht selbst über seine Aktionen weit hinaus. Der alte Delvin nannte es immer einen Fluch und wir verspotteten ihn. Tja, zu früh gelacht. Meint ihr, wir haben eine Chance gegen Mercer? Ich meine, obwohl, eigentlich eine doofe Frage, wir sind zu dritt. Hättet ihr mich gestern gefragt, wäre meine Antwort nein gewesen. Aber nun sind unsere Chancen gestiegen. Erklärt mich für verrückt, aber ich vertraue Kalia. Ich glaube nicht, dass sie uns auf eine Selbstmordmission führen wird. Glaube ich auch nicht. Außerdem sterbe ich lieber mit Mercers Blut an meiner Klinge, als den Rest meines Lebens zu bedauern, davongelaufen zu sein. Da gebe ich dir recht, mein Freund. Also bis los. Bis zum nächsten Mal, Bürschchen. Naja, bis wir uns wieder treffen. Am Irrenhand, oder wie das jetzt hieß. Kann ich den nur mal so aus Interesse? Ach, schade. Ich wollte ihn einsperren. Naja. So, was ich mal noch gucken wollte, ich habe vorhin... Ah, doch, war richtig. Ich habe vorhin die Sache einfach so angezogen. Wie sind denn die Werte? So. Der Träger kann sich lautlos bewegen. Das ist schön. Hier steigt die Ausdauer. Und die Frostresistenz. Illusionszauber brauchen weniger Magika. Schlossknacken ist leichter. Einhändige Angriffe verursachen mehr Schaden. Naja, so toll ist das jetzt nicht. Aber ich finde die Rüstung echt cool. Ich gehe schon mal vor, gell? Ich gehe schon mal vor, habe ich gesagt. Ist hier noch was? Nö. Und hier? Man kann ja nie wissen, vielleicht ist hier mal irgendjemand verstorben. Anscheinend nicht, okay. Ist die Quest denn schon aktiv? So. Geblendet. Reise nach Irgenhand, oder wie das hieß. Die Ruinen haben immer so merkwürdige Namen. Ich weiß immer gar nicht, wie man die ausspricht. Sind die Ruinennamen eigentlich dwemerisch, oder was ist das für eine Sprache? Falmerisch? Elfensprache? Ich glaube, es ist Dwemer-Sprache, weil es sind ja alles Dwemer-Ruinen. Da muss ich mich mal ausstrecken, wenn er gerade so lange ladet. Natürlich, jetzt, wo ich mich gerade ausstrecke, Ladebildschirm vorbei. Wieso auch nicht? So, wo müssen wir denn überhaupt hinreisen? Wir sind hier und Irgenhan ist... Oder wie das hieß... Irgendwann, ja, fast schon. Ist hier. Wir können zu diesen Türmen reisen. Ich weiß halt nicht, aus welcher Richtung wir da hochkommen. Also wenn ich jetzt an der Karte sagen müsste, wie man da hochkommt, würde ich eigentlich sagen, wir reisen hier hin. Zum Fahrstuhl. Zum Rollstuhl, wollte ich schon sagen. Wir reisen jetzt zum großen Rollstuhl, setzen uns da rein und rollen dann zum Eingang. Und vielleicht haben wir dann Behindertenbonus und gewinnen den Kampf gleich. Hier haben wir wieder den Drachen mit den kaputten Flügeln.
Die Drachen sehen schon echt cool aus. Ich finde es fast ein wenig schade, dass es sich so wenig, also dass so wenig mit den Drachen noch ist. Also dass man sich damit so wenig wirklich beschäftigt. Na gut, man hat Alduin, den großen Superdrache, aber wie oft haben wir den gesehen? Dreimal höchstens. Partonax gibt es natürlich auch noch, aber der ist halt auch oben auf seinem Berg und kommt niemals runter. Und dann kommen halt ab und zu mal nur die Drachen, die wir dann töten müssen, weil sie uns töten wollen. Ich hätte tatsächlich irgendwie gerne, dass man... Okay, irgendwo in einem anderen Zimmer ist gerade was abgestürzt. Waren bestimmt die Katzen. Was wollt ihr jetzt sagen? Moment, wir hatten von Drachen. Ah, dass das Drachenthema irgendwie aktueller, also aktueller ist ja schon, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass einfach mehr irgendwie sich noch was... Aua! Wir sind ja lautlos. Wow. Die Stiefel sind super. Ich liebe die Stiefel jetzt schon. Huch. Von wo kam der Pfeil? Waren wir schon immer so effizient oder liegt es jetzt an der Rüstung? Die hatte doch, glaube ich, in Punkt Bogenschießen gar nichts verändert, oder? Ah, da oben. Du kleine, miese Bogenschützin. So. Mal sehen, wozu du fähig bist. Ha! Loser. Ach, ich schleiche noch. Hab mich gerade schon gewundert, warum wir nicht schnell laufen können. So, die Stahlpfeile, die nehme ich mit. Den Dietrich und das Gold auch. Dankeschön. So, dann nehme ich das hier. Dann schaue ich mal in die Truhe. Lehrlingstruhe sollte eigentlich einfach gehen. Wir sind ja jetzt auch unter dem Segen von Nocturnal, also sollte jetzt alles noch viel einfacher gehen. Ich finde, Nocturnal hätte mir ruhig mal ein bisschen Tragekapazität spendieren können. Dann müssen wir ihre Rüstung anziehen und können dann keine Sachen mehr tragen. Huch. Oh, naja. Ist nur eine Fleischwunde. Fuß ab, wir gehen trotzdem weiter, ist okay. Das ist voll praktisch, dass die uns nicht mehr hören. Was war das? Oh, voll scheiße. Voll scheiße, dass wir den Kopf nicht treffen. Ihr habt hallo. Euch eine schlechte Zeit zum Kopf ausgesucht. Ist ja gut. Okay, wenn wir so nah sind, können wir die nicht treffen. Naja. Ich habe gar nicht gesehen, dass da jemand schläft. Naja. Na, kurz mal warten. Vielleicht vergessen die uns. Wo sind die denn? Sind die da drinnen oder sind die oben? Ja doch, es kann auch weiter oben sein, okay. Ich glaube, das wird auch tatsächlich der Fall sein, sonst wären die schon längst hier. Halt, Moment. Nein, die kannst du behalten. Aber ich glaube, ich schieße gerade mit denen, ja? Ja. Da muss ich unbedingt mal drauf achten, welche Pfeile wir überhaupt benutzen. Das mache ich nämlich nie und dann passiert sowas. Dass wir mehr als einen Pfeil brauchen, um die wegzubekommen. So, wir sind wieder versteckt. Können wir wieder normal laufen? Also können wir auch schon vorher, wir sind jetzt eh lautlos. Wow. Zum Glück bin ich weit genug zurückgegangen. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Nein, hat er nicht. Ah, hier ist die. Okay. Dann weiß ich, wo wir jetzt sind. Ah, das alles behalten. Hier Treppe. Haben die uns jetzt gesehen oder gehört? Eigentlich können die uns doch gar nicht hören. Wir sind ja lautlos. Huch. Absturz.
Bei den Göttern! Nein! Entspann dich mal, Mädchen, entspann dich. Entspannt euch beide. Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppich. Jetzt bringen wir es zu Ende. Ich gebe keinen guten Teppich ab. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich kann das gar nicht mehr auf euer Geld zu zählen. Hey, wie bist du an meinem Feuerball vorbeigekommen? Mädchen. Nein, aber du wirst gleich sterben. Frechheit. So, ins Schienbein geschossen. Dämliche Vollidioten. Denken, die können sich einfach alles erlauben, hä? Es liegt an diesen Billo-Pfeilen, die wir gerade benutzen. Ich wechsle die gleich um. Pass auf, ich gebe dem Typen jetzt die Pfeile. Halt nicht da, bei Waffen. Dass er die auch immer wieder benutzt. Ich hasse diese Pfeile. Leg die ab. So. Gibt's ja nicht. Dämlichen Kack-Billo-Pfeile. Ich würde die gern komplett blockieren aus dem Inventar. Geht natürlich nicht. Wo müssen wir überhaupt rein? Ich kraxel hier so oben rum. Ich habe keine Ahnung, wo es nach drinnen geht. Hier ist auf jeden Fall mal eine schöne Truhe. Sogar zwei. Oh. Das muss ich leider mitnehmen. Müssen wir irgendwas anderes hier lassen. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde dieses Ebenerzzeug total cool. Vielleicht weil es so schön schwarz ist. Und wenn wir keine leichte Rüstung tragen würden, hätte ich auch das Ebenerzzeug an. Deswegen möchte ich ja, wenn wir... Ah nein, das können wir jetzt nicht noch mitnehmen. Nee. Deswegen möchte ich, wenn wir fertig sind quasi mit... Na, wie heißt's? Na, wenn es irgendwann mal soweit ist, möchte ich gern auch die schwere Rüstung verbessern, damit wir damit irgendwann so leicht laufen können wie mit der leichten Rüstung. Das wäre mir eine Freude. So, na dann, gehen wir mal, Mercer. Gehen wir Mercer suchen. Irgendwo muss sich dieser miese Hund ja verstecken. Und wir sind ein guter Spürhund. Wir werden das miese Schwein finden. Sprich mit Kalia, ja, wo ist die denn? Ja, wir treffen uns hier, kein Problem. Geht schon vor, tötet alle. Nichts mehr für mich übrig. Kann ich wenigstens Geld nehmen. Und ich muss keine Pfeile verschießen. Hat die Truhe liegen lassen, ehrlich? Als Diebin? Okay, ich glaube, es ist hier gerade wichtiger, Mercer zu töten. Ja gut, ist mir auch wichtig, aber trotzdem bin ich doch am Geld interessiert. Experte. Das ist schon fast richtig gewesen. Ah, na also. Ob wir den, den Skelettschlüssel auch mal zu sehen bekommen? Ich möchte den gerne mal austesten. Ob Nocturna? Unsere neue Meisterin? Ach so. Ob sie das stört, wenn wir den mal benutzen? So ein-, zweimal? Dreimal? 30-mal? Ich möchte sie ja nicht wütend machen, aber... So ein Ding ist schon mal cool. Hier Füße waschen. Hui! Okay, es gibt hier drin auch noch Dwemer. Da war gerade die Dwemer-Leiche. Da kullert noch ein Ding. Überall totes Dwemer-Zeug. Hier so ein Roboter. Ah, ich wollte gerade sagen, ich vertraue nicht darauf, dass keine Pfeile ausgerüstet sind. Willst du mich doch verarschen? Rüstet die auch selbst aus. Das sieht voll cool aus. Wie wär's denn hier? 133, warum benutzt du nicht die Dinger? Peng. Weiß das Ding, wo wir sind? Hat das eine automatische Zielortung? So. Hier kommt noch was raus? Nö, okay. Sehr freundlich. Da haben wir... Ich wollte gerade sagen, da ist eine Falle. Ist ja auch eine Falle. Nur halt eine andere, als ich dachte. Ach, ich renne einfach schnell durch, Mann. Bin ich schneller durch und das macht mir nicht so viel Schaden, dass ich da jetzt nicht...
Ach so, das bin ich, der hier brennt.